Fortsetzung des Seminars. Wie gesagt, das ist ein Seminar. Videos kriegt jeder kostenlos. Das ist so ein Video. Wer richtig mitarbeiten will, holt sich aber alle Unterlagen, über 180 Folien, Formelsammlung, Excel-Tabelle zum richtig mitarbeiten oder mich unterstützen. Ansonsten, wenn du ein armer Schlucker bist, einfach Videos gucken. Ist auch okay. An diesem Bild möchte ich kurz erklären, was die modale Masse oder modale Steifigkeit ist, weil wir das in späteren Verlauf unseres Seminars brauchen werden. Also, Mod heißt Schwingform. Modale Steifigkeit heißt Schwingform bezogene Steifigkeit. Modale Masse heißt Schwingform bezogene Masse. In dem Fall schauen wir uns mal den Traktor an. Stell dir vor, bei dem Traktor schwingt hier dieses Teil hier. Na? Da, das ist so schön lang. Oben drauf sitzt Masse. Das schwingt. Und diese Schwingung interessiert uns. Diese Schwingung ist ein Mod. Schwingform. Es hat eine gewisse Schwingform, also dieses Teil schwingt hin und her. Also ist es ein Mod, es ist eine Schwingform. Wenn du hier irgendwo oder hier oder da oder da oder da oder sonst irgendwo am Traktor Masse hinzufügst, tust du kein Stück Masse hinzu, bezogen auf dieses Mod. Also nicht, da wird die modale Masse nicht größer. Wenn du hier unten die Masse befestigst, dann erhöhst du die modale Masse auch nicht, weil das Ganze schwingt ja oben. Befestigst du irgendwo abgefangen ab der Mitte nach oben Masse, umso weiter höher du die Masse befestigst, umso stärker wirkt sich die Masse auf die modale Masse aus. Das heißt, wenn du eine Masse irgendwo hinzutust, wo die Schwingform, Schwingweg am höchsten ist, dann hast du die modale Masse erhöht. Wenn du die Masse da an der Stelle wegnimmst, wo der Schwingweg am höchsten ist, hast du modale Masse reduziert. Ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, modale Masse, auf die kommt es uns später in späteren Videos an. Genauso mit modaler Steifigkeit. Bleiben wir bei derselben Schwingform. Erhöhen wir die Steifigkeit der Rippen hier, tut das nichts speziell für die Schwingform von diesem Auspuff da. Weiß nicht, ob das Auspuff ist, egal. So, wenn wir aber dieses Rohr hier dicker machen, dann erhöhen wir die modale Steifigkeit. Das heißt, dieser Mod, diese Schwingform, die Eigenfrequenz kann von der Schwingform variieren. Die kann ja je nach Steifigkeit und je nach Masse hoch oder runter gehen. Aber diese Schwingform hat dann eine höhere Steifigkeit, wenn das Rohr zum Beispiel eine höhere Steifigkeit hat. Oder wir machen hier Rippen an das Rohr dran seitlich. Dann erhöhen wir auch die Steifigkeit, modale Steifigkeit. Was passiert, wenn wir nur oben Scheibchen steifer machen? Passiert eigentlich gar nichts, weil oben ist zwar der meiste Schwingweg, aber die Dehnungen, die damit verbunden sind, die im Material sind, sind eher unten. Ja? Das heißt, theoretisch, wenn du sehr optimal die Steifigkeit erhöhen wollen würdest, nur das nötigste Material hinzumachen tun würdest, dann müsstest du hier so Rippen seitlich dran machen, die von oben sehr dünn sind und nach unten immer dicker werden, weil unten ist immer mehr Dehnung und da, wo die größte Dehnung ist, da muss man die Steifigkeit hinzutun, wenn man die modale Steifigkeit erhöhen will und die Steifigkeit wegnehmen, wenn man die modale Steifigkeit reduzieren möchte. Das heißt, modale Masse erhöht man da, wo du die höchsten Schwingwege hast. Modale Steifigkeit erhöht man da, wo man die größten Dehnungen hat. Ja, das war's schon für dieses Video. Wird uns später sehr stark interessieren, also verstehe das bitte, das ist wichtig. Das ist ein Seminar. Alle Unterlagen dazu kaufst du. In der Videobeschreibung gibt es einen Link. Schau mal kurz rein.
Die Videos sind für alle kostenlos. Das ist so gemacht, dass wenn du, ja, du hast einfach nichts, aber du brauchst das Wissen schon, dann schaust du halt hier zu. Wenn du richtig mitarbeiten willst, holst du die Unterlagen, 180, über 180 Folien Material hier, plus Formelsammlung, plus Excel-Tabelle. Auf jedes einzelne Dokument wird eingegangen. Bis dann.